Stimmung, Spannung und Emotion pur bei Jugend trainiert für Olympia. Bei kaum einem anderen Schulwettbewerb zeigt sich die Vielseitigkeit des Sports so sehr wie beim Gerätturnen. Stangenklettern, Schwebebalken oder Bodenübungen. Das Bundesfinale verlangte alles von den Schülern. Die müssen zum einen Gerätebahnen turnen, das sind drei verschiedene Geräte in einer Reihenfolge. Und dann müssen sie noch Sonderprüfungen erfüllen. Das heißt, sie müssen noch Stangen klettern, Standweitsprung machen und eben zum Abschluss kommt noch der große Staffellauf, wo alle Schüler gegeneinander laufen. In der Sporthalle am Sachsendamm wurden die Bundessieger der Wettkampfklasse 4 gesucht, also der Jahrgänge 2004 bis 2007. Besonderheit, und jetzt genau aufgepasst, die Einteilung in Mädchen- oder Jungen-Teams erfolgte nach der Mehrzahl eines Geschlechts in dem jeweiligen Team. So konnte es also auch vorkommen, dass Jungs in einem Mädchenteam waren oder umgekehrt. Dass die Schüler auch im Team zusammenarbeiten müssen, war besonders auf einer Gerätebahn zu sehen. Dabei kam es eben nicht nur auf die individuelle Klasse an. Ich glaube, synchron war sehr schwierig, weil man einfach immer gleich sein muss. Aber auch die Sonderprüfungen waren sehr schwer, weil man sehr schnell und weit springen musste. Doch Martha Käsen und ihre Kolleginnen vom Niese-Meitner-Gymnasium Unterhaching waren sehr synchron. Am Ende kamen die Bayerinnen auf Platz 9. Den Sieg holten sich souverän die Mädels vom Goethe-Gymnasium Kassel vor dem Hans-Purmann-Gymnasium Speyer aus Rheinland-Pfalz und dem Gymnasium Melle aus Niedersachsen. Die hessischen Siegerinnen gewannen alle Prüfungen. Ist ja klar, was ihnen da am meisten Spaß gemacht hat. Eigentlich alles gleich. Also es war nicht so schwer jetzt. Bei den Jungen war es schon deutlich knapper. Das Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe siegte hauchdünn vor dem Liese-Meitner-Gymnasium Unterhaching. Auf Platz 3 landete die Kardinal-von-Galen-Schule aus Mettingen in Nordrhein-Westfalen. Und die frisch gebackenen Bundessieger hatten nicht wirklich mit ihrem Erfolg gerechnet. Nee, eigentlich nicht. Wir dachten, wir wären so Dritter, Zweiter vielleicht, aber Erster nicht. Ob am Barren, beim Standweitsprung oder beim abschließenden Staffellauf, die Schüler waren wie in jedem Jahr. Die Schüler waren wie in jedem Jahr mit vollem Eifer, voller Konzentration und zahlreichen Emotionen dabei. Und genauso soll es ja auch sein.